viel Power, viel Speicher und ein guter Preis. Honor bringt mit dem Mio 20 wieder ein richtig starkes Smartphone raus. Und das hat sogar eine Neuheit, die wir bisher noch nie im Test hatten. Das 6,4 Zoll Display hat nämlich am oberen Displayrand keine Aussparung mehr, sondern nur noch ein kleines Loch, in dem die Frontkamera unterkommt. Zusammen mit den schmalen Rändern bietet das ordentlich Bildfläche. In Sachen Helligkeit, Auflösung und Farbdarstellung ist bei dem LC-Display technisch schon noch mehr machbar. Für den normalen Gebrauch reicht uns das aber völlig aus. Richtig gut schneidet das Mio 20 bei Akku und Performance ab. Das Arbeitstempo ist dank Huaweis Kirin 980 sowie 6 oder 8 GB RAM top. Das System reagiert so schnell und geschmeidig wie auch das Huawei Mate 20 Pro. Der Akku hält in unserem Online-Laufzeittest über 11,5 Stunden durch, was euch in der Praxis locker durch einen oder sogar zwei Tage bringt. Nach einer halben Stunde ist er dann auch wieder über die Hälfte vollgeladen, was ganz schön praktisch ist. Der interne Speicher beträgt entweder 128 oder 256 GB und ist nicht erweiterbar. Auf Dual-SIM müsst ihr aber nicht verzichten. Obwohl Honor einen 48-Megapixel-Hauptsensor einbaut, schießt die Kamera in der Standardeinstellung Fotos mit 12 Megapixel. Das heißt, sie kombiniert Bildpunkte miteinander. Dabei geht zwar Zoomtiefe verloren, doch gerade bei Dämmerlicht fällt das Rauschen dafür deutlich geringer aus. Die Fotos sind scharf und detailreich. Kritik haben wir eigentlich nur an der starken Nachschärfung, wodurch es teils zum Halo-Effekt kommt, also unangenehme Lichteffekte, zum Beispiel an Rändern von Objekten. Auch die Dämmerlichtaufnahmen sind echt brauchbar und selbst wenn man sie aus der Hand macht, verwackeln sie nicht allzu stark. Selfies werden mit der 25-Megapixel-Frontcam leider ein bisschen zu hell und dürften auch ein bisschen schärfer sein. Über den eingebauten Klinkenanschluss werden sich sicherlich viele freuen. Aber kabelloses Laden sowie ein offizieller Schutz vor Wasserschäden sind nicht dabei. Für den Preis bietet das Mio 20 eine tolle Leistung. Und das im frischen und auffälligen Design. Was haltet ihr von dem Loch im Display? Für mich sieht das aus, als wäre man einmal mit dem Locher drüber gegangen. Aber eigentlich finde ich es auch ganz cool. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.